Alles mit vielen Geschäften. Scheint auch hier sehr geschichtsträchtig zu sein. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Versammlung. Da ist das Klimacamp. Da werden wir uns mit Sicherheit nicht in die Quere kommen, weil unser Thema nachher auch mal ganz kurz in Richtung Klimakatastrophe abgeht. Und ich vermute mal, dass wir da zu 100% übereinstimmen. Mein Name ist Joachim Jumpertz, ich komme aus dem Rheinland. Da muss mein Mitarbeiter, der dabei ist, der Farbe, muss immer grinsen, wenn ich das sage. Joe aus dem Rheinland. Ja, ich jetzt auch im Moment. Ist auch ganz gut so, weil das Thema, was ich habe, ist sehr trocken, sehr dröge, für mich auch ein Stück weit bedrückend. Kommt das mit dem Ton da in der Mitte an, Herr Kameramann? Ja, ist gut, ne? Wir haben noch einen weiteren Streamer, Kameramann, YouTuber dabei, der das auch aufnimmt. Ja, also ich komme aus dem Rheinland, bin Busunternehmer. Ja, Busunternehmer. Und ich lasse mich ein wenig aus über das, was da in unserer Gesellschaft in den letzten Monaten alles so passiert. Es hat sehr viel mit der Querdenker-Szene zu tun. Das langsam spricht, ja. Das ist ganz zu tun. Ich bin noch ganz altmodisch. Fantastisch zu tun mit Reichsbürgern, mit Rechtsextremen, mit Rassisten, mit Antisemiten. Für mich ist das, nachdem ich da in diese Szene sehr tief eingetaucht bin, ist das ein kompletter, zusammengehörender, großer, brauner Topf mit einer ziemlich übel riechenden braunen Brühe da drin, wo sich alles in einem Gemenge zusammentut und wo es vielleicht bei den sogenannten Querschafen, so wie ich sie nenne, vielleicht den oder die ein oder andere gibt, die man da vielleicht noch abholen kann. Das ist so unter anderem mein Ziel, hier zu stehen, ein bisschen aufzuklären über diese Szene, über das, was dahinter steckt. Es ist ein absolut sektenähnliches Konstrukt. Es geht um Geldverdienen auf allen Ebenen. Und es geht darum, die Tür ganz weit nach rechts aufzuhalten. Ich habe gehört, Fahne, es gibt Windgeräusche, nichts zu verstehen bei Wind. Ja, ich meine, ich kann den Wind nicht, bin ich Beatrix von Storch oder so. Ne? Mit der habe ich noch nicht verwandt mit der. Also ich kann jetzt nicht die Sonne ausschalten oder die Sonne verklagen oder den Wind jetzt verklagen. Wenn wir jetzt Windgeräusche haben, dann kann ich das erstmal nicht ändern. Wir sind jetzt etwas näher gerückt. Vielleicht ist es jetzt besser. Gibt es da gleich eine Rückmeldung zu? Ich muss aber jetzt nicht alles wiederholen, oder? Was sagt mein Team? Ja, mal gucken, was die jetzt für eine Antwort kommt. Also ich bin in diese Szene ein Stück weit reingerutscht, habe mich sehr dafür interessiert und kann da einiges erzählen. Ich gebe aber vorab kurz den Grund bekannt, warum ich da reingerutscht bin. Sagt hier anfangs schon, dass ich Reisebusunternehmer bin und es gab im April des letzten Jahres gab es die Gründung eines Vereins, der nennt sich für die Offenheit. Das war ein begründeter Verein, der das alleinige Ziel hatte, Rettung des Reisebusgewerbes. Wir hatten damals im April, Ende April vor allen Dingen, keinerlei Einnahmen mehr. Es ging alles runter von 100 auf 0. Aber zum gleichen Zeitpunkt hatte die Lufthansa schon mehrere Milliarden abgeschöpft und auch die Deutsche Bahn wurde begünstigt, aber die 3600 Omnibusbetriebe hat man ein Stück weit zu dem Zeitpunkt verbessert. Da war das sinnvoll, einen solchen Verein zu gründen. Ich wurde dann, warum auch immer, zum Deutschlandsprecher gewählt und hatte dann auch die Aufgabe, Organisationen, Demonstrationen in Berlin durchzuführen. Das habe ich dann auch gemacht, mit großer Freude und es gab dann ja auch ab Mitte des letzten Jahres die ersten Hilfsgelder, Überbrückungsgelder. Das hilft nicht jedem, das weiß ich. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen kämpfen immer noch ums Überleben und wie das bei dem einen oder anderen ausgeht, ist absolut fraglich. Auch die jetzigen Lockerungen, die kommen werden, ob wir im sogenannten Anmietverkehr, im Reisebusbereich davon in diesem Jahr profitieren werden, das bezweifle ich persönlich sehr stark. Aber das ist dann erstmal ein anderes Thema. Jedenfalls war das meine Funktion. Und dieser Verein hat sich aber dann, nachdem diese Aktionen, unsere eigenen Demos zur Rettung im Mai und Juli des letzten Jahres beendet waren, hat sich einer der Entscheider, die in diesem Verein mit waren, wir waren zu viert, hat sich ein gewisser Alexander Ehrlich aus Österreich, ich glaube, der ist in Augsburg auch schon aufgetreten, in der sogenannten Friedensbewegung oder Querdenker-Szene, und hat da seinen Müll losgelassen. Der hat eine Logistikkooperation mit dem Oberrattenfänger der Querdenker, mit dem Michael Ballweg aus Stuttgart geschlossen. Michael Ballweg ist hauptverantwortlich für das, was ich als ziemliches Chaos betrachte, was da im Moment oder schon seit vielen Monaten draußen auf den Straßen passiert. Diese Logistikkooperation hatte dann auch den einzigen Auftrag, dass man möglichst viele Leute mit Reisebussen zu den ersten großen Demonstrationen am 1.8. und am 29.8. nach Berlin befördert. Der eine oder andere noch zu erinnern, besonders die Demo am 29.8. mit 40.000 Teilnehmern, die am 1. mit 20.000, also insgesamt 60.000. Die Demo am 29.8., das war der Tag, an dem man versucht hat, das Reichstagsgebäude zu stürmen, wo dann zwei Polizisten den Mob dann sozusagen aufgehalten haben. Das war eine dieser Demonstrationen. Also Logistikkooperation, dem Ballweg hat es gefallen, dass jetzt die Reisebusbranche da steht und sorgt dafür, dass man die Leute zu den Demonstrationen bringt. Und das war ihm auch ganz recht, weil man, wenn man in Reisebussen fährt, auch eine Maske anzuziehen, man muss schon, aber das Ding war ja, dass man das nicht kontrollieren konnte, da komme ich jetzt gleich zu. Das wusste er natürlich, deswegen fand er das ganz toll. Und ich bin dann darüber informiert worden, Anfang Juli, dass es diese Kooperation gibt. Ich habe der tatsächlich erstmal zugestimmt, weil mir Anfang Juli des letzten Jahres ein Michael Ballweg nicht wirklich bekannt war. Auch die Querdenkenbewegung hat in meinem Leben zu dem Zeitpunkt wirklich keine Rolle gespielt. Ich habe aber dann, nachdem in den ersten Tagen dann bis Juli dann auch diese ersten Telegram-Gruppen gegründet wurden. Da hatte ich einen Ticketshop mit drin, ich hatte die Ticketpreise mitkalkuliert, die Abfahrtsorte mitkalkuliert. Und in diesen Telegram-Gruppen konnten die Leute sich austauschen. Sie bekamen Informationen über die bevorstehenden Demos. Und es kamen da die ersten Fragen, die auftauchten. Müssen wir dann den Bus Maske tragen? Und meine Antwort war klar, das müssen wir. Wir haben ein eigenes Hygienekonzept, also halten wir uns daran. Und dann kam schon so die erste Auseinandersetzung mit den Kollegen, mit den drei anderen Kollegen, die das anders interpretiert haben. Die haben gesagt, naja, wir haben zwar ein Hygienekonzept, daran müssen wir uns halten, das ist klar, aber das kontrolliert keiner. Das war so eine der ersten geheimen Botschaften, also die erste Secret News, die da nach draußen ging, wo man den Leuten das Gefühl gab, mit uns könnt ihr fahren und dann braucht ihr auch keine Maske zu tragen. Das war auch so intern vereinbart mit dem Ballweg, zwischen Ballweg und Ehrlich. Und es war klar, das war ja auch ganz einfach. Das Team ist wieder da, okay. Das war ja auch ganz einfach, weil wenn man im Reisebus sitzt und keine Maske trägt und die Polizei kommt vorbei und würde kontrollieren, dann hat man ja ganz schnell die Maske, die man logischerweise als Ersatz in der Hosentasche hat, aufgezogen. Also man konnte wunderbar ohne Maske nachdenken. Das hat zu einem insgesamt ca. 10.000 Reisende an diesen beiden Tagen, nach Berlin befördert. Umsatz damals, sage und schreibe, 800.000 €. Ich kann es beurteilen, weil ich die Buchungszahlen kannte, die Ticketpreise kannte, die Abfahrtspreise kannte. 800.000 € Umsatz, ca. 400.000 € wurden an die beauftragten Betriebe bezahlt, blieben vor Steuern, Abzug der einen oder anderen Quittung, sage ich mal, locker 300.000 €, also 400.000 € Vorsteuern. Eine stolze Summe. Ich bin dann aber schon nach ca. 2 Wochen aus dieser Logistikvereinbarung ausgestiegen. Einmal, weil die Leute sich an das Hygienekonzept nicht halten wollten, und zum Zweiten, was dann für mich aber auch einen Ausschlag gab, es gab dann Anfragen vom rechtsextremen Rand, von Reichsbürgern, wo ich dann gesagt habe, da bin ich raus. 4 Wörter und dann war es das. Und als ich gesagt habe, mit Reichsbürgern, mit Rechtsextremen will ich nichts zu tun haben, bekam ich dann erstmal eine Geschichtsstunde des Österreichers Alexander Ehrlich, der mir dann tatsächlich erklären wollte, dass Reichsbürgertum da gar nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Das war so dieser Einstieg. Ich bin dann ausgestiegen aus diesem Ding und es gab eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, das eine oder andere Interview mit Süddeutsche, mit Frankfurter Allgemeine und. Jan Böhmermann hat mal kurz auf seine Art und Weise darüber berichtet, war ganz toll, und auch der Oliver Welke und auch die Elber kurz da. Das war für mich sehr überraschend, dass das so eine Aufmerksamkeit erzielt hat. Ja, und als Steinhoff stand da, hatte ja nach wie vor nichts zu tun und bin auch dann immer wieder mal gefragt worden, was könnten wir denn unternehmen, um dieser Querdenker-Szene ein wenig, ja, so unter die Arme zu greifen, um ihnen ein wenig weh zu tun sozusagen. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann irgendwann Ende des Jahres, des letzten Jahres, den Entschluss gefasst, dass ich eine eigene Tour mache. Das mache ich jetzt auch. Ich bin aktuell dabei. Ich trete in 60 verschiedenen Städten auf, an 30 Tagen, jeden Tag, also zweimal. Einmal um 11 Uhr und einmal um 18 Uhr. Wir sind immer mit einem Stream unterwegs. Da ist wirklich viel los in diesem Stream. Hallo zusammen an alle, die da jetzt gerade zuhören. Hallo nochmal an alle, die in unserer Gruppe drin sind, die das alles hier auch mit befeuern, die Claudettes, die Endis und so weiter und so fort, die Dirks und wie sie alle heißen. Jo, das habe ich dann für mich entschlossen, das zu tun. Heute ist die, ich glaube, die 55. Veranstaltung von 60. Am Montagabend haben wir um 18 Uhr die letzte Veranstaltung in Stuttgart, sinnigerweise in Stuttgart beim Oberrattenfänger, bei Michael Ballweg. Da freue ich mich schon drauf und habe persönlich eingeladen. Aber der kommt, ich glaube es nicht. Ne? Ich glaube es nicht. Aber ich hätte auch keinen Bock mit ihm zu diskutieren, das habe ich ihm auch geschrieben, aber er kann die Bühne haben, er kann all das loslassen, was er denn so erzählen würde. Warum er das tut. Ich würde nicht mit ihm diskutieren, weil ich das, was er da angestoßen hat, für den größten Blödsinn halte, was in den letzten 500 Jahren gab. Über Blödsinn kannst du nicht diskutieren, das geht nicht. Du kannst nur dann dich austauschen und über etwas diskutieren, wenn man da zwei Meinungen hat, wenn man vielleicht anderer Ansicht ist, aber so Blödsinn mit dem Quatsch, da kann ich nicht. Aber ich würde ihm gerne Fragen stellen. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er eventuell kommen könnte. Ja, den Wind, wir haben jetzt das Ding ganz nach vorne gestellt, noch weiter geht's nicht und dann muss der Wind das einfach aufhören. Wir haben im Stream so ein bisschen Probleme da, wir hören das nicht zu gut, aber ich kann, glaube ich, nicht noch lauter reden, sonst hören die mich noch in München oder wo auch immer. Also, es geht also um die Querdenker-Szene. Ich habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren, zu überprüfen, was steht denn alles dahinter. Das waren dann so die ersten Anzeichen, die ich dann so festgestellt habe. 1.8. beispielsweise, da hieß das Motto der Demo in Berlin Tag der Freiheit. Und dann kommt man ganz schnell zu dieser nächsten Botschaft, die man vor allen Dingen an den rechtsextremen Rand gerichtet hat. Tag der Freiheit, das war ein NS-Propagandafilm aus den 30er Jahren mit Leni Riefenstahl. Und das war schon so diese erste versteckte Botschaft, die mir dann aufgefallen ist, die Michael Ballweg losgelassen hat an den Rechtsextremen ran. Guckt mal hier, wir wollen euch, kommt alle mit dazu, wenn wir Demonstrationen machen. Und so war es ja dann auch am 1.8. oder 29.8. überall deutlich sichtbar rechtsextreme, Antisemiten, Rassisten in dieser Bewegung mit. Die hat man haben wollen, das ist bis heute so, vor allen Dingen bei diesen weiteren Super-Spreader-Events und diesen rechten Propagandaveranstaltungen, die jetzt vor einiger Zeit in Frankfurt, in Kassel, in Düsseldorf, natürlich wieder in Berlin und in Leipzig und wo auch immer, wo immer mehrere Tausend dabei sind. Die letzte war vor circa gute 2 Wochen in Berlin, die eigentlich verboten war, das war Da ist man hingefahren. Das war der Tag, an dem die Bundesnotbremse beschlossen wurde. Diese Demo wurde verboten, trotzdem waren ca. 8000 dann da vor Ort. Die haben dann so die Berliner Innenstadt ein bisschen aufgemischt. Da gab es dann wieder so hässliche Szenen wie Auseinandersetzungen mit Polizisten, und Journalisten wurden mit Steinen beworfen, Sanitäter geschubst, an ihren Tätigkeiten gehindert. Es waren wieder Kinder mit vor Ort, unter anderem ein Kind, das man auch relativ weit bis nach vorne gebracht hat. Und offensichtlich auch durch Pfefferspray, wie auch immer, ein Stück weit verletzt wurde, in Anführungszeichen. Es gibt einen oder mehrere Tweets, die mir aufgefallen sind, die ich ziemlich schäbig fand. Das war bei Twitter, wo man dann auch gesagt hat, wir sollten bei diesen Demonstrationen unsere eigenen Kinder mitnehmen. Und wenn der Wasserwerfer dazukommt oder die Polizeikette sich aufbaut, dann lasst uns die Kinder ganz nach vorne schieben. Das sind wirklich Nachrichten aus den Querdenkervölkchen, wo man dann gesagt hat, lasst uns die ganz nach vorne schieben, das bringt Aufmerksamkeit für uns, das bringt Klicks vor allen Dingen auf unsere eigenen Seiten. Es wird darüber berichtet in den Medien, was ja auch so ist. Es ist ein Wahnsinn, wie die Medien darauf springen. Da bin ich ein bisschen neidisch, das muss ich sagen, weil unsere Aktion hier jetzt in den letzten Wochen, mal abgesehen vom Stream, der sich immer weiterentwickelt, aber die Presse hat sich bislang doch sehr zurückgehalten. Finde ich schade, dass man Leute nicht unterstützt, die einfach nur ein bisschen aufklären wollen, weil sie eben auch so ein Stück weit dieses Insider ist. Also dieser Querdenker-Szene geht es auf der einen Seite darum, die Tür ganz weit nach rechts aufzustoßen, ganz weit nach rechts, weil sie dieses perfide Ziel haben, diese angebliche Corona-Diktatur, die wir da draußen haben, zu stürzen. Da fallen dann so Sprüche wie die SS-Kanzlerin Angela Merkel oder so. Da kannst du dann nur noch am Kopf fassen. Das ist unfassbar, aber das ist so. Und alle, die in dieser Querdenker-Sekte entscheidend unterwegs sind, die also irgendetwas organisieren, planen, managen, was auch immer, ob das die Ballwegs sind auf der oberen Ebene, die Schiffmanns oder die Eckerts, die Schultes, wie sie alle heißen, die sind alle tiefbraun durchsetzt. Der eine vielleicht vom Farbton her ein bisschen heller, aber rechtsextrem sitzen alle. Das ist ihr Ziel. Am Ende auch der AfD, da komme ich dann gleich zu, sozusagen dieses Wahlvolk zuzuschieben, weil sie da viele Ziele haben, diese angebliche Corona-Diktatur zu unterwandern. Merkel und alles muss weg. Ist ja ein Wahnsinn, was wir hier erleben. Das ist eine irre Diktatur, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo die das herhaben. Ich habe meine Mitarbeiter dabei, das ist der Farme und ein syrischer Flüchtling. Und ich will die Geschichte gar nicht erzählen, weil er heute noch Angst davor hat, dass er eventuell über die Streams oder wie auch immer dann doch aus dieser syrischen Ecke da, die mir ja nicht so bekannt ist, entdeckt werden würde. Da hat er immer noch Angst, dass er da unter Repressalien leiden müsste. Der hat mir erzählt, was eine Diktatur ist. Hier leben wir in einer, wie ich finde jedenfalls, funktionierenden Demokratie. Ich fühle mich in meinen Freiheitsrechten nicht eingeschränkt. Ich jedenfalls nicht. In meinen Freiheitsrechten nicht. Ich fühle mich nur durch Rechte beschränkt, aber nicht in meinen Freiheitsrechten. Wenn man es mal genau betrachtet, objektiv gesehen, sind sie natürlich eingeschränkt, ohne Frage. Lockdown und Ausgangssperre und hast du nicht gesehen. Natürlich gibt es da eine Beschränkung dieser Freiheit, aber gefühlt habe ich die eigentlich nicht, weil ich weiß, wenn ich einfach mal 1 und 1 zusammenzähle, ist das, was gemacht wird, nämlich diese Maßnahmen, Maske, also diese AHA-Regel, Maske auf, Abstand halten, Hygienemaßnahmen, der absolut richtige Weg. Und nur so kriegen wir die totale Freiheit in den nächsten Monaten, inklusive der Impfungen, wieder zurück. Deswegen sind das notwendige Einschränkungen. Aber für mich ist das keine Einschränkung der Freiheit, sondern ein notwendiges Ding, um das wieder so hinzukriegen, wie es früher einmal war. Und dass Leute auf die Straße gehen und dann behaupten, wir würden hier gegängelt und man würde uns alles wegnehmen, was auch immer, ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Aber die Leute, das ist das Schlimme, und da komme ich zu dem entscheidenden Punkt, was mir den Szenen ausmacht. Wir haben hier es mit einer Bewegung zu tun, die sektenähnliche Strukturen hat. Das fängt ganz oben an, das fängt bei einem Michael Ballweg an, für den das Entscheidende ist, Geld mit dieser ganzen Sache zu verdienen. Und das scheinen einige Querschafe, ich bezeichne sie mal so ganz nett, bislang nicht verstanden zu haben. Sie laufen einer Sektenführung hinterher, die am Ende nur Geld verdienen wollen. Und Michael Ballweg beispielsweise lässt sich das Markenrecht sichern, auch das Namensrecht. Er hat seine eigenen Shops, er verkauft T-Shirts und Hoodies zu völlig überhöhten Preisen und die Leute kaufen es wie Dollar. Und das ist so dieser Punkt. Und dazu kommt, dass er noch Spenden fragt, Schenkungen fragt. Er hat selber ja mal erzählt, dass er innerhalb von wenigen Tagen 225.000 € erhalten hat. Er hat ein bisschen gejammert, mein Geschäft geht so gut. Schon haben die Leute gezahlt wie verrückt. 225.000 € innerhalb von 14 Tagen. Also, kann man nur sagen, alle Achtung, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und das ist so, wie gesagt, dieses Wirtschaftsmodell, das ist so das Ziel dieser Querdenker-Szene. Jetzt gibt es was ganz Neues, habe ich heute noch gelesen, ich brauche es, glaube ich, gar nicht aufzumachen. Es gibt jetzt das Querdenker-Magazin, also man geht jetzt auch in die Print-Sachen rein, hat ein eigenes Querdenker-Magazin entworfen, kann man ein Abo drauf machen, kostet 7,20 € im Monat und dann kann man sich darüber informieren, über diese verschwörungstheoretischen Ansätze. Vielleicht mache ich es doch mal kurz auf, das ist mir eben noch sozusagen zugespielt worden. Kleinen Moment Geduld bitte, und dann lese ich da eine kleine Passage draus vor, weil die auch so wahnsinnig interessant ist, wo man dann sieht, wo es auch hingeht, in welche Richtung es geht. Also das Querdenken-Magazin. Da steht dann drüber, wir berichten über Hintergründe des aktuellen Zeitgeschehens und Aktionen der Bewegung Querdenken. Und dann kommt erstmal das Bestellformular, ist klar, erstmal Geld reinholen und. So, und dann geht es los, wie da schon mit diesen verschwörungstheoretischen Fragen weitergemacht wird. Wie die Leute wirklich in ihren Schädel geimpft werden. Das ist eine Art von Impfung und nichts anderes. Wo den Leuten mit ständigen Fake News die Unwahrheit erzählt wird. Die Anzahl von Lügen in diesen Kanälen bei Telegram, ich glaube, die kann man nicht mehr zählen. Das geht in den Millionenbereich rein. Weil es minütlich kommt irgendeine Falschmeldung und es werden Sachverhalte verdreht. Und immer weiter geht's. Hier steht zum Beispiel drin jetzt in der Erklärung, ganz verrückt, so manche Arbeitnehmer und Selbstständige wird von Existenzängsten geplagt, ausgelöst durch die Maßnahmen. Da kann ich noch übereinstimmen. Die lachenden Dritten, und jetzt kommt's, die lachenden Dritten kamen kürzlich erneut in Davos zusammen und resümierten, dass das Durchschnitt der Weltbevölkerung als Endlösung die Bill Gates ist die Fahrlandung in greifbare Nähe für unsere Zeit. Da kommt diese NWO-Strategie, diese neue Weltordnung, wo man sagt, das Impfen führt dazu, dass 80% aller Leute daran sterben. Die Giftspritze, die Impfspritze, die wird uns alle niederstrecken. Das ist das, was sie propagieren. Und das ist so bekloppt. Wir haben ja mittlerweile hier in Deutschland, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, ungefähr 25 Millionen zumindest mit der ersten Spritze geimpft. Die wahrscheinlich auch. Aber sie leben noch. Und das ist gut so. Und sie werden auch leben bleiben. Das kann ich Ihnen versichern. Aber die behaupten einfach mal, das Ziel sei es, mit der Giftspritze, mit der Impfspritze die Bevölkerung auf 20% zu reduzieren. Das würde jetzt schon bedeuten, bei 25 Millionen Geimpften, ne, bin in Mathe nicht besonders gut, würden also 5 Millionen übrig bleiben, also 20 Millionen wären schon verstorben. Ich habe es noch nicht gesehen irgendwo, dass mittlerweile 20 Millionen daran gestorben sein sollen, aber das behaupten wir einfach. Wenn es denn dann soweit ist, irgendwann im Herbst, wenn dann alle 85 Millionen geimpft sind oder 83 Millionen, dann würden demzufolge, dann, wenn man das mal hochrechnet, ich habe es mal, ne, schon mal vorher gesagt, dann bleibt ca. 17 Millionen übrig. 17 Millionen unserer Bevölkerung in Deutschland bleiben liegen. Das ja, mag nicht auf dem, ne? Dann kann ich wieder auf den Autobahnen ohne Staus vernünftig fahren. Mütter freuen sich, dass sie ihre Kita-Plätze kriegen und was weiß ich nicht alles. Also der größte Blödsinn, der ihnen verzapft. Und das geht in diesen Telegram-Gruppen rum. Und zwar, wie gesagt, in Minuten. Und das System, was dahinter steckt, ein ganz perfides System, ist die Tatsache, dass Telegram als einer der größten Messenger-Dienste mittlerweile dazu in der Lage ist, der Querdenker-Szene tatsächlich, was die Reichweite betrifft, unglaublich zu helfen. Da gab es vor einiger Zeit, vor mittlerweile etwas mehr als 2 Wochen, einen Bericht bei Kontraste. Da wurde einer dieser ganz wichtigen Figuren, Galionsfiguren der Querdenkerbewegung, interviewt. War immer im Hintergrund, tauchte nie so pressewirksam auf, aber ein ganz, ganz wichtiger Zeitgenosse. Das war, man nennt ihn auch ein ganz komischer Name, Frank der Reisende. So heißt er. Ich habe ihn mal bezeichnet, umbenannt als Frank, der hoffentlich bald inhaftierte. Frank, der hoffentlich bald inhaftierte, ist heute in Österreich bei meinem ehemaligen Reisebuskollegen Alexander Ehrlich, der in Österreich sitzt und da die Friedensbewegung ein wenig aufmischen will. Da hat er Unterschlupf gefunden, weil er Angst hat, hier in Deutschland dingfest gemacht zu werden. Der hat mit dem Michael Ballweg einfach nur mal gesprochen. Dann haben sie gesagt, du Frank, er ist ITler, er ist Fachmann auf dem Gebiet, sieht man ihn so gar nicht an, aber das ist er. Der hat es geschafft, 4000 Kanäle bei Telegram zu installieren. Und die sind alle untereinander vernetzt. Und teilweise sind da Kanäle dabei von diesen Sektenführern auf der ersten Ebene, ob das ein Ballweg ist, ein Wendler ist beispielsweise oder ein Schiffmann mit 138.000 Abonnenten. Die haben teilweise, wie gesagt, weit über 100.000 Abonnenten. Und dann kommen all die anderen noch mit dazu auf der Ebene darunter. Ich habe das mal so als 3-4 Stufensystem bezeichnet, 3-4 Ebenen, wo die Leute unterwegs sind, dann auf der Ebene darunter mit so 60, 70, 80.000 Abonnenten, dann die Stufe drunter mit 20, 30.000 und dann die untere Stufe, das sind dann die im vierstelligen Tausenderbereich unterwegs sind, wie ein Ehrlich beispielsweise mit 7.000 Abonnenten und einige andere auch noch wieder unterwegs sind, aber alle zusammen. Alle zusammen sorgen dann dafür, dass wenn irgendwo irgendeine Nachricht auftaucht, sie dann überall verteilt wird. Das heißt, die Verteilung dieser Nachricht, dieser Reichweite, geht ins Millionenfache. Man erreicht also unglaublich viele Leute und vor allen Dingen die vielen, vielen mitlaufenden Querschärfe. Und dann werden so Fake News verteilt und die widerlichste für mich persönlich war in der letzten Zeit, wo man behauptet hat, dass Tausende von Kindern und Babys an dieser Giftspritze schon gestorben sein, an der Impfung. Was an sich aber völliger Blödsinn ist, weil bis zum heutigen Zeitpunkt kein einziges Kind und kein einziges Baby geimpft worden ist. Also, aber das geht dann da rund und diese ganzen Querschafe lesen das und irgendwann, und das ist so meine Theorie, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, nur ein Busunternehmer, aber das ist so meine Theorie, dass die Leute, wenn die nicht mehr dazu bereit sind, sich beide Lager sozusagen anzuschauen. Ich bin da in beiden Blasen unterwegs. Einmal in der Querdenkerblase und in dieser realen Blase. Und kann mir da auch dann erlauben. Und viele dieser Querschafe lehnen es ab, sich mit der sogenannten Lügenpresse auseinanderzusetzen. Also ARD, ZDF geht mal gar nicht, RTL, Sat.1 und diese alle heißen auch nicht. Aber ich kann denen natürlich sagen, das sind zurzeit wirklich die Regierungskritischsten. Da wird hinterfragt bis zum geht nicht mehr. Aber das wollen die nicht wissen. Die wollen die Wahrheit nicht hören. Die wollen in ihrer abstrusen Welt leben und fühlen sich offensichtlich in dieser Welt sehr wohl. David Precht, der Philosoph, hat vor einigen Tagen mal erwähnt, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Leute einfach Recht haben wollen. Recht haben wollen, das ist so etwas, was einem seiner Welt, wo man ein Stück weit abgehängt ist, eventuell sehr gut tut. Das sind Leute, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, die aber in dieser Gemeinschaft, und das ist eine, das muss man denen lassen, die hängen zusammen wie Pech und Schwefel, die unterstützen sich, wo es nur geht. Da gibt es viele, viele Beispiele, ich nenne gleich mal eins. So, und dann gehen die dahin und teilen diesen Mist weiter, und werden dann gelobt dafür, kriegen ein Like dafür, man wird befeuert, hast du gut gemacht und wie auch immer. Und das ist vielleicht so etwas oder wahrscheinlich so etwas, was den Leuten all die Jahre gefehlt hat. Diese Anerkennung, diese Wertschätzung, die sie bislang nicht bekommen haben. Das hat so ein Ballweg und so ein Schiffmann, das haben die ausgenutzt. Und das ist auf allen Ebenen in dieser Sekte der Querdenker festzustellen, dass diese Sektenmitglieder, die Führer dieser Querdenkerbewegung, das immer wieder ausnutzen, die Leute mit falschen Informationen zu besudeln, und am Ende sind sie dann so tief in diesem Thema drin, dass sie es tatsächlich glauben. Es gibt da so eine spannende Episode, da gab es, da wird ja auch erzählt, dass Corona nur ein leichter Schnupfen sei. Und da saßen dann so eines Tages mal Maria mit ihrem Mann Josef zusammen. Und Josef sagt, ich habe einen leichten Schnupfen, hoffentlich ist es nichts Ernstes. Daraufhin sagte Maria, mach dir mal keine Sorgen, du weißt ja, Corona ist nur ein leichter Schnupfen. Das gibt es nicht wirklich. Das war ein Dialog. Und 2 Tage später endet dieser Dialog in einem Monolog. Besucht Maria ihren Mann Josef im Krankenhaus. Er liegt auf der Intensivstation und intubiert. Ja. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Und der Querdenker zu und doch intubiert. Josef geht raus und sagt, das kann doch nicht sein. Er hat mir gerade erzählt, dass er intubiert wird und kämpft mit seinem Leben. Und sie bekommt dann selber die Nachricht, er ist gerade daran gestorben. Intubiert werden. Impfen ist wichtig, auch für die Kinder demnächst, und auch die Testungen sind wichtig. Ich habe den sogar gerade etwas höher gesehen, sind ungefähr 60, 70 Leute, ja, das ist mittlerweile gemacht. Hast du mal wirklich geschmeckt? Hast du es mal gezeigt? Also wenn die Welt ja, es geht noch Musik an und was auch immer, mal gucken, wie lange es dauert, keine Ahnung. Also. Querdenker. Das ist es. Das Ding, dass die Leute dann sozusagen veräppelt werden von den Querdenkern. Und das ist ein reines Wirtschaftsmodell. Ich habe mir gezielt, die Zusammenhalt ist ziemlich genau. Weil alles so plötzlich an den Aufruf der sogenannten Ehrenfrauen. Und Ehrenfrauen, auch eine aus der Querdenker-Szene, mehr von einer kleinen Ebene, die nur Leid geklagt haben, die hätte einiges zu zahlen. Rechtsanwendende Verfahren, was auch immer. Innerhalb von 3 Tagen hat er 7.700 Euro bekommen. 7.700 innerhalb von 3 Tagen. Das ist auf der unteren Ebene. Auf der unteren Ebene. Die verdienen, ja, auch da haben wir getanzt so ein bisschen. Klar, wir scheißen auf Corona und. Ist doch mal lustig sowas. Auch der Vogel da hinten vor der Tür mit seinem Schal da, den fasst mich nicht. Das war aber eine kleine Party da, das ist eine kleine Feierfahrt. Aber komm, was soll das denn? Die Tricks sind heute nicht mehr abgeholt, das habe ich ja eben gesagt, weil sie in dieser Blase so drin sind, die die Realität nicht mehr erkennen. Aber mein Ziel ist es noch, den einen oder anderen zu bekommen, der zwar auch sagt, dass 2 mal 2 5 ist, aber vielleicht kann der sich vorstellen, dass 2 mal 2 ist. Merkel muss weg, genau. Sturz der Corona-Diktatur, so ist es. Fahne mit Merkel muss weg. Widerstand, nee, ihr seid nicht im Widerstand, ihr nicht. Es gab andere Leute, die im Widerstand waren. Das waren so Leute wie Sophie Scholl, schwenk einfach mal rüber da. Die Widerstandsfahne, das waren andere Leute, die im Widerstand waren. Das war eine Sophie Scholl, das war eine Anne Frank, Die waren im Widerstand, die haben ihr Leben riskiert, damals im Nationalsozialismus. Das war der Widerstand, was ihr macht, ist kein Widerstand. Das ist einfach nur erbärmlich. Aber man muss damit ein Stück weit umgehen. Ich kann es jetzt gerade nicht. Also, Wirtschaftsmodell. Und dann noch die andere Seite. Dann tatsächlich die Tür ganz weit nach rechts aufmachen und gucken, dass wir viele Rechtsextreme mit dabei haben, um dieses perfide Ziel des Umsturzes zu bekommen. Da ist aber eine Peace-Fahne mit dabei, eine Friedensfahne. Ich weiß gar nicht, wo wir hier im Krieg sind. Also ich weiß nicht, was wir unter Frieden verstehen, aber geht man in andere Länder rein, da seht ihr, was da für ein Krieg ist. Ich fühle mich hier nicht bedroht von irgendwem. Wie gesagt, ich fühle mich nur bedroht und eingeschränkt durch Recht und sonst nichts. Aber man wird gerade ziemlich übel, wenn man das sieht dahin. Das sind dann schon so um die 300, 400, die da rummarschieren. Gott sei Dank haben sie mittlerweile kapiert, dass man eine Maske tragen muss. Aber komm, mein lieber Schön. Die Tür ganz weit nach rechts. Zug scheint beendet zu sein, die Polizei macht gerade das Ende. Gott sei Dank sind sie fertig. Erstmal wieder ein bisschen lang. Ja, sagt ihr, Tür ganz nah, ganz weit nach rechts. Diese perfiden Umsturzpläne, die diese Szene auszeichnet. Und dass sie es zulassen, dass Leute da mitlaufen, mit Judensternen auf dem Oberarm oder mit Schildern in der Hand, Impfen macht frei. Es ist so an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Und, auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass ich diesen Mist erstmal nächste Woche zumindest mal für 1, 2, 3 Tage hinter mich lassen kann. Wenn man das so erlebt, dann wird es eigentlich schon anders. Die Leute verstehen es einfach nicht. Sie verstehen es nicht, dass sie den rechtsextremen Rand damit eine Bühne bieten. Das scheint ihnen nicht klar zu sein. Sie feiern da, sie tanzen ein wenig, sie schunkeln. Jetzt hab's kein Morgen. Corona ist nur ein leichter Schub. Okay, hatte man das schon. Ja, und die AfD ist die Partei, die nationalsozialistische Alternative für Deutschland, die freut sich anhand solcher Bilder wie jetzt gerade, weil die Querdenker-Sektenszene, die Führer natürlich alles daran setzen werden, gerade dieser Partei ist weder Volk zuzustimmen. Denn das ist die einzige Möglichkeit für die Querdenker, am Ende auch das Zepter zu übernehmen. Was sie wollen ist, mit der AfD zusammen irgendwie auf irgendeine Art und Weise Regierungsführer zu werden. Ob ihnen das gelingt, das bezweifle ich mal ganz extrem. Aber ausschließen kann man es nicht. Ich bringe immer wieder dieses Interview, was mich zum Nachdenken gebracht hat vor einiger Zeit, wo eine Holocaust-Überlebende gefragt wurde, was halten Sie von diesen Bildern bei den Demos in Berlin, mit Judensternen und Schildern, und frei, wo sie gesagt hat, Geschichte wiederholt sich. Und dem kann ich nur zustimmen, auch wenn ich solche Bilder wie jetzt wieder sehe. Die Geschichte scheint ein Stück weit zu wiederholen. Man versucht, das Chaos zu verbreiten. Die AfD ist dabei, das auch zu machen. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist da, dass sie aufs falsche Pferd setzen. Sie haben im Moment eine Zustimmung von 10% und mehr nicht. Gott sei Dank. Das ist gut so. 10%, da kann ich mit leben. Mir wäre es lieber, es wäre unter 5. Vielleicht gelingt das ja irgendwann nochmal. Ich möchte gerne meinen kleinen Teil dazu beitragen, sie da in diesem Bereich zu kriegen. Vielleicht bringt das Ganze noch eine gewisse Bewegung mit sich. Mein Ziel ist es ja, dass man gemeinsam sich dahinstellt, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, und zwar dauerhaft und nachhaltig. Und nicht in dieser Bewegung der Querdenker mitzulaufen, mit dem rechten Rand die Tür aufzumachen. Das ist das, was im Moment in unserer Gesellschaft passiert. Und die AfD hat ja bei ihrem Bundesparteitag vor 2 Wochen noch klipp und klar gesagt, wir schließen uns den Forderungen an. Sie haben zwar den Begriff Querdenker nicht gewählt, das kam erst jetzt in den letzten Tagen. Da haben sich die viele AfD-Politiker zu der Querdenker-Szene bekannt. Damals hat man gesagt am Bundesparteitag vor 2 Wochen, Rücknahme aller Maßnahmen, keine Lockdowns mehr, Maskenfreiheit für alle. Ja, was das für ein Chaos dann werden soll, ich weiß es nicht. Aber das ist ja genau das, die sind ja nicht dumm, so eine Alice Weidel oder so ein Alexander Gauleiter oder so ein Thorsten, so ein Björn Höcke oder wie sie alle heißen, die sind ja nicht blöd, sondern die wissen schon genau, was sie machen. Was sie wollen, ist Chaos. Und je mehr Chaos auf den Straßen ist, umso mehr Wählervolk möchten sie abschöpfen. Und da komme ich zurück auf das Interview, Geschichte wiederholt sich. Wenn man bedenkt, dass die NSDAP im Jahr 1930 18,3% hatte. Das hatte die AfD vor etwas mehr als einem Jahr auch. Und dann hatte die NSDAP nur 3 Jahre später 43,9. Also von 18 auf 44% innerhalb von 3 Jahren. Das hat funktioniert, weil es damals auch Chaos auf den Straßen gab. Ein Wirtschaftschaos. Heute ist es mehr ein gesellschaftliches Chaos. Wobei ich die Hoffnung habe, dass das irgendwann verpufft, aber die Hoffnung ist relativ gering. Sie haben immer wieder neue Themen, die sie finden werden. Am Anfang war es ja, wir demonstrieren gegen die Masken. Was haben wir heute? Maskenpflicht ohne Ende. Dann haben sie gesagt, wir sind gegen das Impfen. Das haben wir heute. Wir impfen die Minutentakt. Pro Tag 1 Million im Moment, sogar noch etwas mehr. Dann haben sie gesagt, wir mögen das Testen nicht. Was haben wir heute? In jeder Stadt sind überall Teststationen. Also man hat mit diesen Demonstrationen nichts erreicht, aber das ist denen ja auch recht. Die wollen ja gar nicht das Problem in den Griff kriegen. Je mehr Chaos draußen ist, umso mehr profitieren sie davon. Das ist das Ziel der AfD und auch das Ziel der Querdenker-Sekte der Führer, die damit Geld verdienen wollen. Und, ich wiederhole das gerne, die Tür ganz weit nach rechts im Zusammenschluss mit der AfD. Jo, die AfD. Wenn ich mir so vorstelle, so ein Björn Höcke als Reichskanzler oder so. Ich weiß, das ist apokalyptisch. Aber noch einmal, 18 auf 44% innerhalb von 3 Jahren. Und eine AfD hier in Deutschland könnte durchaus bei 25% plus durchaus regierungsfähig werden, in der Mitverantwortung sein oder wenn es noch deutlich mehr wäre, sogar alleine regierungsfähig sein. In einem solchen braunen Land möchte ich nicht leben. In einem Land, grenzendicht, das haben sie ja auch beschlossen, raus aus der EU, grenzendicht, zurück zu D-Mark. Jo, warum soll ich Reis sagen, zurück zur Reichsmark, das weiß ich nicht, das trauen sie sich noch nicht so richtig, aber das ist natürlich das Ziel am Ende, dass sie ein Land haben wollen, rückwärtsgewandt, ähnlich so wie vor 80, 90 Jahren. Ich gestehe ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es so käme, dass es KZs geben oder sowas wie damals. Dafür ist ja alles viel zu sehr vernetzt. Das würde nicht funktionieren. Aber wenn ich den Hass sehe, der da draußen unterwegs ist, vor allen Dingen bei Telegram, da sind ja die ganzen Gruppen unterwegs. So ein Attila Hildmann, der zutiefst antisemitisch unterwegs ist, der vor kurzem eine Umfrage gemacht hat, wo er gefragt hat, wie wäre es denn, wenn die KZs wieder zurückkehren? Und da bekommt er zugegebenermaßen aus seiner eigenen Blase dann 85% Rückmeldung und die Leute antworten, das wäre toll, KZs wäre toll, das Judenpack wieder vernichten, sie sollen verrecken, das kommt darüber und da sieht man, was für ein seltsamer Hass da unterwegs ist. Und wenn es so eine Partei wie der AfD gelänge, mit ihren rechtsextremen Sprüchen, mit ihren rechtsextremen Ansichten, die Regierungsfähigkeit zu kriegen, dann haben wir hier genauso marodierende, braune Truppen unterwegs, mit einem Totenkopf obendrauf, die sich einfach mal irgendeine jüdische Mutter mit Kind raussuchen oder einen Menschen mit Migrationshintergrund oder einen körperlich-geistig Behinderten einfach mal kurz von der Schusswaffe Gebrauch machen. Bin ich dazu legitimiert, das gönne ich mir mal kurz in den Schädel rein, fertig. Das ist nicht ausgeschlossen, das ist nicht apokalyptisch, das ist das, wovor ich warne, auch wenn ich nur, ja, ein kleiner Busunternehmer. Aber ich habe die Szene kennengelernt und ich weiß, wie sie tickt und ich weiß, welche perfiden Ziele sie haben. Diese AfD, wenn man mal so schaut, was die für Sprüche so von sich lassen. Ich habe gestern mal im Stream ein paar vorgelesen, ich mache das jetzt nicht, aber jeder kann sich mal die Mühe machen, wenn er will. Gebt mal ein bei Google rechtsextreme Sprüche AfD. Dann nehmt ihr euch 3 Stunden Zeit, einen Eimer mit etwas Wasser drin, falls es euch schlecht wird. Und dann seht ihr, was da für Leute unterwegs sind. Es ist unfassbar, diese Sprüche, die da, ja, rausgehauen werden. Es ist nicht zu glauben, ja. Und dann haben wir noch so ein Ding, was das Chaos dann am Ende auch komplett machen soll. Sie haben ja auch den Blue Deal beschlossen. Und jetzt kommt es zum Klimacamp da hinten. Die werden mir sicherlich ein Stück weit recht geben. Die AfD als die Partei, die den Blue Deal beschließt. Also zurück zur Atomkraft. Rückwärtsgewandter, bekloppter kann es wirklich nicht sein. Die AfD, die dahergeht und sagt, es gibt keine Klimakatastrophe. Gibt es nicht. Natürlich gibt es die. Wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite. Weit über 99% aller Wissenschaftler bestätigen das. Im Jahr 2100 haben wir den Meeresspiegel um 1 Meter erhöht. Das hat auch damit zu tun, dass wir schmelzende Pole haben. Ich würde das nur in wenigen, hoffentlich klaren, kurzen, verständlichen Sätzen rüberbringen, weil ich kein Wissenschaftler bin, aber so habe ich es verstanden. Der Meeresspiegel steigt, dadurch, dass die Pole schmelzen, weil es immer wärmer wird, CO2 entweicht, was weiß ich nicht alles. Passiert alles, weil Regenwälder vernichtet werden, Arten werden vernichtet, die wir nie kennengelernt haben und nie kennenlernen werden. Das tagtäglich, diese Vernichtung von Regenwäldern, dass da Sojaplantagen, dass da Maisplantagen gemacht werden, aufgebaut werden, nur um unser Schlachtvieh in Europa zu füttern. All das führt dann dazu, dass die Natur so weit zerstört wird und so weit kaputt geht, dass, und das ist auch eine Studie, dass man sagen würde, und da komme ich dann für den geschlossenen Kreis, dass wir im Jahr 2050 mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen zu rechnen haben. Das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf, dieser Zusammenhang. Das ist der Grund, warum wir diese Klimakatastrophe leugnen. Also nationalsozialistische Alternative für Deutschland. In dem Wissen, dass wir irgendwann einmal dieses Problem auf uns zukommen lassen müssen. Und wo sollen denn die 200 Millionen hin? Zum Teil müssen sie logischerweise kommen nach Deutschland. Dann haben wir das Problem, dann haben wir den Rechtsextremismus. Da ist der geschlossene Kreis, da ist es. Der Rechtsextremismus dann, weil wir so viele an Klimaflüchtlingen hier haben, und den Rassisten, den Rechtsextremen, den Antisemiten ist es egal, ob es Kriegsflüchtlinge sind oder Klimaflüchtlinge. Hauptsache es sind Flüchtlinge, kann man den Baseballschläger rausholen. Gibt es ja auch so eine, wo der Ballweg in all seinen Kanälen noch mit dem Sven Liebig, ein ganz bekannter rechtsextremer Typ mit eigenem Shop, da kann man Baseballschläger kaufen, mit verschiedenen Ausführungen, einmal für die Dame etwas kleiner und für den Herrn etwas größer, da steht dann drauf, du Judenbär und sowas. Das ist das, was da draußen im Moment abgeht. Und die Leute haben es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Ich sage ja nur, passt auf, was da draußen passiert, während den Anfängen. Das ist so mein Credo, was ich rüberbringen will. Also Klimakatastrophe, das gehört mit dazu, weil wir mit so vielen Klimaflüchtlingen zu rechnen haben. Und was noch ein ganz entscheidender Punkt ist, und da komme ich auf die Zielgerade für heute, ein ganz entscheidender Punkt ist, wir haben ja im Moment eine Pandemie. Und viele Wissenschaftler glauben und befürchten, dass es weitere Pandemien logischerweise geben wird in den nächsten Jahren. Wenn man bedenkt, dass wir in den letzten 20 Jahren genauso viele Pandemien gehabt haben, wie in den 100 Jahren davor, dann weiß man, woran es liegt. Es liegt einfach nur daran, dass unsere Umwelt, unsere Natur immer mehr zerstört wird. In einer zerstörten Umwelt fühlen sich Viren sauwohl. Und wenn wir da nicht aufpassen, haben wir die nächste Pandemie vor der Tür. Und wenn eine Pandemie da ist, und jetzt komme ich zum Schluss, wenn eine Pandemie da ist, dann haben wir immer einen Schuldigen dafür. Auch ein Teil von diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da unterwegs sind, die ja auch verbreitet werden, diese Querdenkerkanäle mit NGO und Bill Gates, die auch alles Juden und wollen all die Macht haben und. Diese Verschwörungsmythen haben ihren Ursprung im Mittelalter, da gab es die Pest. Und wer wurde damals als Schuldiger ausgerufen? Die Juden. Die Juden waren es, die damals die Brunnen vergiftet haben, vermutlich in Augsburg oder sonst wo. Und die Leute haben es geglaubt. Und dann wurden sie damals schon zu Tausenden gestreckt, geköpft, verbrannt, was weiß ich nicht alles. Und das Ganze fand seinen Höhepunkt im Holocaust. Und heute, wie gesagt, ist das immer noch so, dass auch bei diesen Verschwörungsmythen, die da verbreitet werden über diese Schiffmannskanäle, diese NGO-Weltherrschaft und der ganze Scheiß, den diese Querdenker, Sektenführer da loslassen, da wird genau so etwas befolgt. Und da kann ich nur vorwarnen, 1700 Jahre jüdisches Leben haben wir dieses Jahr. Ich finde es eine Schande, dass dieses Volk so eine Angst haben muss, wie jetzt bei dem Attentat in Halle beispielsweise, wo man versucht hat, 51 Juden zu ermorden. Ich würde an dieser Stelle ein, das mache ich bei allen Veranstaltungen, das Motto heißt ja auch Gegen das Vergessen, und ich will dann einfach nochmal ganz kurz umreißen, werde das machen bis zum letzten Tag, bis Montag, nochmal kurz umreißen, wie das damals war, weil es viele vergessen haben oder viele gar nicht mehr wissen, viele Jugendliche wissen gar nicht mehr, wie das damals im Holocaust war. Und deswegen so eine kleine Kurzversion, damit es vielleicht oben in den Schädel reingeht, auch für die vielen, die im Stream neu sind, die das dann durchaus erfahren sind. Also, wie war das damals? Da kommt ein Waggon, ein Zug angefahren, ins Konzentrationslager mit Hunderten von Gefangenen, meistens Juden, manchmal auch Homosexuelle, andere Minderheiten, Sinti und Roma. Also alles, was nicht in dieses Herrenrassenbild passiert, aber überwiegend war es die jüdische Bevölkerung. So, und dann wurden die Tore, die Türen geöffnet, dieses Führerbox, und da wurde direkt separiert. Auf die eine Seite kamen dann die arbeitsfähigen Männer und auf die andere Seite die Frauen mit ihren Kindern und die älteren Männer, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Und die wurden dann sofort rübergeschickt, rüber begleitet in Richtung Gaskammer, da gab es dann erstmal einen großen Umkleideraum und da gab es so diese erste Fake News aus meiner Sicht, was dieses Thema betrifft. In diesem Umkleideraum waren Kleiderhaken und Nummern da oben drüber und es gab den Leuten das Gefühl, dieses subtile, seltsame Gefühl, es passiert uns da doch nichts Dramatisches. Wir kommen wieder zurück, ist alles gut, da sind Nummern. Das hat man gemacht, damit wir unsere Klamotten wiederfinden, wenn wir gleich zum Duschen kommen. Ist doch logisch, ne? So ist das. Das haben die dann geglaubt, das haben die sich eingeredet. Und das war natürlich so gemacht seitens dieser SS-Leute, die da gearbeitet haben. Das hat man gemacht, um die Leute zu beruhigen, damit kein Chaos entsteht. Denn wenn Chaos entstanden wäre, dann wäre es nicht gelungen, all die Leute in Richtung Gaskammer einzubringen. Jo, dann haben sie sich umgezogen. Dann wurde in Richtung Gaskammer gebracht, das Tor öffnet sich. Dann sahen sie erstmal die ganzen Duschköpfe. Die nächste Fake News, die da kam. Wieder das Gefühl, es passiert jetzt nichts. Wir gehen doch nur durch. Perfider geht's kaum. Dieses Spiel mit diesen falschen und völlig bescheuerten Meldungen oder Botschaften, die man darüber gebracht hat. Ja. Und da sind sie alle bereitwillig da rein. Das Tor geht zu. Und dann passiert es. Oben in der Mitte öffnet sich eine Luke und ein Soldat mit Gasmaske im Gesicht schüttet dann dieses Zugdampel da oben rein. Ich werde es nur nochmal erzählen lassen. Und dann wurde die Luke geschlossen und ein 30-minütiger Todeskampf beginnt. Wobei ich nicht weiß, in meiner blühendsten Fantasie, wie das da abgegangen sein muss. 30 Minuten Todeskampf, irre. Vermutlich sind die älteren Männer, die Schwächeren, die kranken Männer zuerst daran verreckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Zeug hat die Atemwege verätzt, die Haut verätzt, das kommt logischerweise zur Atemnot, Herzstillstand, was auch immer. Und dann stelle ich mir vor, dass Kinder, die ja, durchaus stabiler waren, dann wohl über diese Leichen gestolpert sind, die geschrien haben vor Angst, ihre Mütter gesucht haben, sich festgekrallt haben. Es soll Mütter gegeben haben, die haben ihre Kinder nach oben gereckt, in Richtung Luke, weil sie die Hoffnung hatten, sie bekämen dann besser Luft. Und die zweite Version ist, man hat es gemacht, damit sie dann schneller daran verrecken. Sie wollten das Leid ihrer Kinder abkürzen. Ja, Wahnsinn. Und dann ging dieser Todeskampf 30 Minuten. Und dann war irgendwann Todesstille. Das Tor geht auf. Und KZ-Häftlinge ziehen eine Leiche nach der anderen da raus und dann geht's ab in Richtung Ofen und dann war es das. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, weil es diesen Zusammenhang gibt, auch mit diesem Demonstrationen, die wir tagtäglich bundesweit beobachten. Tagtäglich, so wie heute auch, finden in vielen Städten Deutschlands 20 bis 30 Versammlungen statt mit mehreren hundert Teilnehmern. Teilweise Leute dabei, die den Holocaust leugnen, die Judensterne zeigen, die Schilder in der Hand haben mit Impfen macht frei. Oder die behaupten, sie seien im Widerstand, wie eben hier auch gesehen, mit einer Fahne, mit einer Widerstandsfahne. Das ist so verrückt, ich kann es gar nicht glauben, das ist so. So, und daran wollte ich ein Stück weit erinnern, das ist so auch so ein Ding, worum ich verstehe, ich habe ja nichts zu tun, ich habe Langeweile als Reisebusunternehmer. Leider Gottes fahre ich nach wie vor im Lockdown, aber diese Lockdowns habe ich unter anderem auch dieser Querdenker-Szene zu verdanken, weil sie einfach völlig respektlos in den letzten Monaten, vor allen Dingen mit ihren Superspreader-Events mit vielen, vielen tausend Teilnehmern, mit riesigen Ansteckungsraten einfach dahergelaufen sind, ohne Abstand, ohne Maske, ohne Anstand, ohne Respekt. Für mittlerweile, ich glaube, 82.000 Toten, mit 3 Millionen Infizierten. Sie tanzen, sie umarmen sich, sie herzen sich und verhöhnen damit die vielen Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen und so weiter und so fort. Das ist nicht zu glauben, aber das ist so. Und es war Zeit, dieses Querulantentum zu beenden. Auch einer der Dinge, warum ich hier stehe. Die Beendigung dieses Querulantentums. Jörg Kachelmann hat es bezeichnet als covid-idiotischer Schmierlappismus. Finde ich richtig, diesen Begriff. Das passt. Ja. Habe eben von dem Wirtschaftsmodell gesprochen, wie diese Sekte, wie sie Geld verdient, damit diese Ballwegs, diese Schiffmanns, der Bodo Schiffmann, der in Afrika sitzt, in seiner Lodge, der ist ja geflüchtet ins Exil, der geht dann mal dahin und sagt, mir geht es so schlecht, liebe Leute, meine Lodge kostet jeden Tag 490 €, und dann guckt er abends bei seinem, hat er 138.000 Abonnenten, dann guckt er auf sein Konto, hat er PayPal angeboten, unterstützt mich bitte. Dann lacht er sich ins Fäustchen, dass er dann wieder 1000, 2, 3, 4000, ich weiß nicht wie viele Euros zugeschoben bekommen hat. Ja, abgesehen davon, diese Ballwegs mit dem ganzen Merchandising, jetzt ist er ein Querdenker-Magazin, der macht's nicht unter 60, 70, 80.000 Euro, das sage ich euch. Damit verdienen wir alle Kohle. Auf allen Ebenen. Also distanziert euch davon, macht euer eigenes Ding, aber macht es ohne den rechten Rand einzuladen. Da können wir gerne demonstrieren, erlaubt es gegen, aber macht es ohne diese Querdenker und ohne die Tür ganz weit nach rechts aufzumachen. Ja, aber auch ich komme am Ende dazu, dass das fällt mir immer so schwer, es ist einfach so, euer Geld will. Ich will versuchen, die Leute zu erreichen, weil ich Geld sammeln möchte für Organisationen, die sich gegen das Vergessen, das ist ja auch das Motto, einsetzen. Gegen das Vergessen, das können Schulen sein, das können Vereine sein, Institutionen sein. Ich erhoffe mir, auch wenn das im Moment unrealistisch erscheint, einen sechsstelligen Betrag. Wenn der erreicht wird, gibt es die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft und darüber kann das Geld verteilt werden. Im Moment landen die Gelder auf einem Treuhandkonto einer Hamburger Wirtschaftskanzlei. Wir sind keine Rattenfänger wie die Ballwitz. Das sind wir nicht. Das Geld ist nicht für uns, sondern alleine für diesen sozialen Zweck. Und da möchte ich zu aufrufen, dass davon regen Gebrauch gemacht wird. Über unsere Seite Toleranz na klar sind die Kontodaten abzurufen. Über die Webseite, über Twitter Toleranz na klar, über Facebook Toleranz na klar. Da findet ihr uns, auch PayPal ist da zu finden. Leider auch PayPal, aber meine Leute, die mit mir zusammen diese Aktion machen, die haben wir bestimmt. Und wir sind ja in der Demokratie, da macht man das so. Ja, und dann gibt es noch betterplace.org, da sind wir zertifiziert, da geht es auch. Also nehmt regen Gebrauch davon. Ich habe geplant, eine Abschlussveranstaltung, wenn die Lage ist zulässig, denn wir im Moment dazu irgendwann Ende September in Berlin eine Veranstaltung mit hoffentlich viele tausend Teilnehmern. Ähnlich wie damals am 1. und 29. August, ich habe es eingangs erzählt, wie viel Umsatz da gemacht wurde. 800.000 hat man damals erzielt. 400.000 liegen Vorsteuern. So etwas Ähnliches kann ich mir vorstellen, wie diese Schlussgrundgebung in Berlin mit einem multikulturellen Fest. Das ist so mein Wunsch, viele Leute einzuladen aus allen gesellschaftlichen Schichten, egal welcher Hintergrund da ist, egal welcher Herkunft, egal welcher Hautfarbe, einfach mal ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir mit unseren 85% mehr sind als diese 15% zum Teil tiefbraune Vollpfosten wieder rumlaufen. Das ist so mein Wunsch und mein Ziel. Da kann ich nur appellieren. Ja, damit wäre das für heute soweit beendet. Wir sind morgen früh um 11 Uhr in München auf einem ganz geschichtsträchtigen Platz. Sophie Scholl lässt da grüßen, da freue ich mich drauf. Morgen Abend sind wir in Landshut. Ich bin der Rheinländer, aber das heißt auf Bayerisch, da gibt es eine Bewegung, die kommt morgen mit dazu, da freue ich mich auch drauf. Man mag mich jetzt korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche. Samreuden heißt es. Samreuden heißt Zusammenhalt. Die sind morgen Abend mit dabei, da freue ich mich mega drauf. Ja, und am Montag ist der letzte Tag in Stuttgart, sinnigerweise beim Oberrattenfänger Michael Ballweg. Der ist persönlich eingeladen von mir per E-Mail. Ich glaube nicht, dass er kommt. Ich habe es ja eingangs erwähnt, aber ich hätte so ein paar Fragen. Das wäre doch mal ganz toll. Komm, trau dich einfach. Gib deinen Hintern hoch und komm dazu. Das wäre toll. Ja. Da hoffe ich mir am Montag, da wird ja auch ein bisschen was mobilisiert. Weiß ich nicht, so eine Handvoll Leute, die mit dabei stehen, ein schönes Bild mit Abstand. Wir wollen dieses Chaos gar nicht abbilden, dieses Chaos gar nicht zeigen. Das gehört nicht zu dieser Aktion. Aber wenn ein paar Leute da sind und der Ballweg käme, ach, das wäre schön. Ja, und dann ist die Aktion erstmal vorbei. Vorbei heißt aber nicht vorbei, weil, wie gesagt, die Schlusskundgebung ansteht irgendwann im September. Und wer weiß, was in den nächsten Wochen noch so an Ideen kommen. Ich lasse mich da mal inspirieren. Ich bedanke mich. Guck aber, Moment. Ah, stopp. Ich gucke erst einmal kurz rein, ob es irgendeine Frage über den Stream gibt. Mit dem Wind ist heute Wind. Also mit dem Wind ist heute schlimm. Man überschlägt sich irgendwann mit der Sprache, wenn man das so oft macht das ja mittlerweile schon seit 4 Wochen jeden Tag 2-mal. Und da kann das passieren, solche Karten. So, da steht dann noch etwas drin. So, ruhig Blut, da keine Ahnung, in welche Richtung normal, gar nicht lang oder doch, für die zu hören. Gut, alles klar. Ich bedanke mich und hiermit ist die Versammlung so weit. Tschüss zusammen. Und ganz aus. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.